was da passiert ist, nicht mehr nochmal machen. Und wir sehen aber gerade, ja, Herr Krasnitzer, wenn ich Ihnen verspreche, Entschuldigung, darf ich mal? Der Staat. Das ist ja relativ klar definiert, der Staat. Herr Krasnitzer, wenn ich Ihnen verspreche, dass wir das tun, es ist ja immer schön, wenn man nach Regeln fragt und wenn man sich anguckt, haben wir aus etwas gelernt? Ja, wir sind von einem zusammenbrechenden Immobilienmarkt überrascht worden. Es gab einen Laborversuch, ich sage das mal von den Dimensionen her. Wir haben das in Deutschland schon mal erlebt. Und in der Mitte dieser Runde sitzt der Mann, der es mit angezettelt hat. Und schauen wir uns doch mal da konkret die Rolle der Banken an, Mitte der 90er Jahre, und überlegen uns, was haben wir denn damals für Schlüsse draus gezogen, wie konnte es wieder passieren. Nur noch mal zur Erinnerung, als Jürgen Schneider, der Mann, der hier sitzt, seine Milliardenpleite hingelegt hat, da rieb sich wirklich das Land die Augen, in welch großem Stil sich auch die Banken betrügen lassen wollten. Der Prozess um die größte Immobilienpleite der deutschen Nachkriegsgeschichte hat heute in Frankfurt begonnen. Hauptangeklagter ist der ehemalige Bauunternehmer und Spekulant Jürgen Schneider. Jürgen Schneider. Seine Geschäfte bestimmten in den 90er Jahren immer wieder die Schlagzeilen. Um genügend Geld für seine vielen Bauprojekte zu bekommen, reichte Jürgen Schneider bei diversen Banken frisierte Kreditanträge ein. Mal gab er wie hier bei einem Projekt in Frankfurt fiktive Verkaufsflächen an. Schneider fälschte Mietverträge mit Geschäftsleuten, die es gar nicht gab, und operierte dabei auch noch mit völlig überhöhten Mieteinnahmen. Ein anderes Mal kassierte Jürgen Schneider wie hier bei einem Projekt in München Kredite für zwei Stockwerke, die es nur als Zeichnung in den Bauplänen gab. Gebaut hatte sie nicht. Ende 1997 wurde Jürgen Schneider vom Landgericht Frankfurt zu 6 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Herr Schneider, jeder, der mal eine Eigentumswohnung gekauft hat, der weiß, wie penibel die Banken dann prüfen, was man alles vorlegen muss, noch die Rente der Oma im Zweifelsfalle. Warum nicht bei Ihnen? Also ich bin wohl hier in der Runde der einzige Praktiker, der das gemacht hat, über was die hier alle reden. Ich glaube, die Praxis sieht ja nun mal ein bisschen anders aus. Zu jedem Geschäft gehören erst mal zwei. So, und wir hatten damals in den 80er Jahren einen Boom. Ich bin Bauingenieur, ich verstehe was von Bauen und meine Liebe waren historische Häuser. Und wir haben spekuliert. Die Bank hat spekuliert und ich habe auch spekuliert. Und wir haben einen Grundwert dieser Immobilien, die ich kreditieren lassen wollte, angenommen. Habe ich angenommen. Aber wir haben in die Zukunft gedacht, denn in den damaligen Jahren war es genau wie bei den Aktien auch. Später, dass die also in jedem Jahr haben die sich um 10, 15, 20, 30% sind also die Werte gestiegen. Und wir haben spekulativ vorausgeschaut, wie viel ist das Objekt wert, wenn das Ding fertig ist. Und das hat meistens 2, 3 Jahre gedauert und den Wert habe ich festgelegt. Und habe dann meine Zahlen so hingefummelt, dass dieser Endwert nachher passte, wenn das Objekt fertig ist. Und dabei hat natürlich der Partner mitgespielt. Stimmt es, dass Bankleute an Bautafeln vorbeigegangen sind, wo Quadratmeter und Geschosszahlen realistisch drauf standen? Die hätten das nur mit den Bauanträgen vergleichen müssen, Kreditanträgen vergleichen müssen, die in der Bank lagen? Das ist hundertprozentig klar, steht, ist belegt, steht in meinem Urteil drin. Die Zeilgalerie, 20.000 Quadratmeter Fläche hatte ich in meinen Finanzierungsanträgen drin. Und echte vermietbare Fläche waren es 9.000. Und das habe ich ganz genau, die 9.000 Quadratmeter habe ich ganz genau auf die Bautafel draufgeschrieben, weil ich genau wusste, die Bank tut mir gar nichts. Denn der ganze Kredit fällt in sich zusammen, wenn das also korrigiert wird. Denn wir hatten beide auf die Zukunft, so lange, wenn das Objekt fertig ist, spekuliert, was ist der denn dann wert? Und in der Zwischenzeit haben sich in den Vorjahren die Werte der Immobilie tatsächlich verdoppelt, sodass das hätte passen können. So, nun hatte ich aber das Pech, und das haben die gewusst. Und so haben wir beide. Und die Bank hatte das große Interesse, denn sie muss sehr viel weniger an ihr Eigenkapital ran, wenn sie mir in der 60%-Grenze den Kredit geben kann. Ist ja allgemein bei jedem Häuschen auch so. So, und dann hat die das ganze Geld, was ich brauche, in die 60%-Grenze reingerechnet. Haben wir gemacht. Und nun passte das ganze Ding nicht, als es nämlich fertig war. Als es fertig war, waren inzwischen die Mieten gefallen. Es war eine andere Zeit. Und nun bekam ich nicht die notwendige Rendite raus.
Und dann bin ich hergegangen und da habe ich Betrug begangen. Ich bin hergegangen und habe anstelle von 28 Mietverträgen 60 Mietverträge gemacht. Und für dasselbe Gebäude? Im selben Gebäude. Aber genauso viel, die kann also jeder Lehrbub kann 18 in dem Gebäude, sind ja nur 28, aber ich hatte 60 Mietverträge. Herr Wedel, kann man 60 Mietverträge. Und das haben die akzeptiert. Die Prüfer akzeptiert, wenn sie es nämlich nicht akzeptiert. Ich weiß jetzt, was Sie vielleicht als Zuschauer denken. Das kann doch nicht sein. Wäre der Kredit zusammengebrochen und diejenigen, die ihn genehmigt hätten, wären entlassen worden. Denkt man vielleicht als Zuschauer, das kann doch gar nicht sein. Tatsächlich so glauben. Ja, schauen Sie sich mal an, der Richter, der den Mann verurteilt hat, der Sie ins Gefängnis geschickt hat, die haben sich später noch mal getroffen und der Richter bestätigt das. Erstmals wurde in vollem Umfang auch das Bankenverhalten in solchen Situationen bloßgelegt und es kam schon Schlimmes raus. Im Fall von Herrn Dr. Schneider war es, dass der Wunsch der Banken an dem großen erwarteten Immobiliengewinn teilhaben zu können. Ja, ganz zufrieden lächelte Herr Schneider. Herr Wedel, kann man hier rechtfertigen dadurch auch diese Auswüchse, dass andere Menschen oder Banken in diesem Fall auch nicht besser sind? Ja, natürlich. Also ich glaube, man will auch nicht wissen, was man nicht unbedingt wissen möchte, also was man nicht erfahren möchte. Ich glaube, ein Unterschied ist ja zwischen den Betrügern, mit denen ich gesprochen habe, und Herrn Schneider. Bei Herrn Schneider ist ja dann noch was entstanden. Ich glaube ja, dass irgendwann die Leipziger und die Frankfurter dankbar sind, dass es ihn gegeben hat und dass er ja sehr schöne Gebäude gebaut hat. Darf ich das mal zeigen? Die sind richtig dankbar. Gucken Sie sich das mal an. Sind sie jetzt schon dankbar? Wahr ist? Für viele Leipziger ist Jürgen Schneider auch heute noch ein Held, weil er ihre Heimatstadt in neuem Glanz erstrahlen ließ. Sie sind einer so Unternehmer, wo man nur herzlichen Dank sagen kann. Sie sind ein toller Mensch. Ja. Wahr ist aber auch, Schneiders Wohltaten waren für viele Handwerker existenzbedrohend. Dachdeckermeister Peter Elsner schaut heute mit gemischten Gefühlen über die sanierte Leipziger Innenstadt. Wie viele seiner Kollegen hat er hart für Jürgen Schneider geschuftet. Auf den Kosten blieb er sitzen. Ich habe von Herrn Schneider den Bartelshof gemacht hier, da sehen Sie die ganzen Dacharbeiten. Ich habe bei Herrn Schneider an 6 Objekten in Leipzig gearbeitet, habe dabei ca. 1 Million eingebüßt, D-Mark. Und das war auch schlimm für uns. Und ich würde, wenn der Herr Schneider heute durch Leipzig geht und sich da groß tut und, oder in Talkshows sitzt und sagt, tut so, als war nichts oder ist nichts gewesen, das ist nicht so. Wir als Handwerker und auch andere, die knabbeln da dicht dran heute noch. Was denken Sie jetzt, Herr Schneider? Dass der Mann recht hat. Und es tut mir leid. Das ist aber das Schicksal, das ist nur eine Marktwirtschaft. Ich bin in Konkurs gegangen und dadurch ist das so, ich bin selbst Handwerker, Bauunternehmer 20 Jahre lang gewesen und ich habe sehr, sehr viel Geld in Konkursen verloren. Und ich kann dazu nur eine... Entschuldigung, aber das hat jetzt gerade großen Widerspruch auf Ihrer rechten Seite hervorgerufen. Das ist ja, doch in Ordnung. Ja, wir wollen es aber hören. Ist doch in Ordnung. Also, Ihr Einstieg vorhin, da war ja, Sie sind der einzige Praktiker, der weiß, worüber er spricht. Das klang auch so ein bisschen in der Konnotation, Sie sind der Einzige, der wirklich was dazu zu sagen hat. Ich bin, glaube ich, froh, dass ich in dem Sinn nichts dazu zu sagen habe und auch die Reaktionen hier rechts davon. Man kann nicht sagen, es ist Marktwirtschaft, wenn ich Leute über ihr hart verdientes Geld betrüge. Ja. Herr Henkel, das hat auch nichts mit Marktwirtschaft zu tun, ja? Ich meine, Betrügereien gibt es in nicht marktwirtschaftlichen Gesellschaften wie in marktwirtschaftlichen Gesellschaften. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Herr Henkel, Herr Schneider hat vielen Menschen Schaden zugefügt. Viele Handwerker sind dabei über die Wupper gegangen, doch mindestens genauso in Erinnerung geblieben ist der Satz des damaligen, tut mir leid, wenn ich das nochmal sagen muss, Deutsche Bankchefs Helmer Kopper. Der hat im Zusammenhang mit der Schneider-Pleite von Peanuts gesprochen. Er hatte wahrscheinlich sogar recht aus seiner Perspektive. Aber war das für die Opfer nach diesem materiellen Verlust nicht auch noch ein emotionaler Schlag? Also, soweit ich weiß, hat die Deutsche Bank mehr gerade gestanden für die Handwerker und den Mittelstand, als sie es hätte tun müssen. Und diese berühmte Bemerkung, Peanuts, bezog sich, soweit ich mich erinnere, auf den Betrag von 50 Millionen. Das war ein Betrag, den die Deutsche Bank zu verschmerzen hatte. Und wenn Sie Chef eines so großen Finanzinstituts sind und die Presse sagt, oh Gott,
der Schneider ruiniert jetzt die Deutsche Bank, dann ist es, glaube ich, richtig, dass er den Verlust auch im Verhältnis zu seinem Gesamtgeschäft relativiert. Und das hat er versucht. Er hat diese Bemerkung ja auch, ja, Sie wissen es selbst, es war eine ironische, selbstironische Bemerkung. Und er hat sie übrigens auch bereut. Also, was mir wieder mal auffällt hier, ist, dass wir diese Ausnahmedinge, nicht? Der Herr Schneider ist ja nicht typisch für die Immobilienwirtschaft, das muss man auch klar sagen. Und wenn die Bank vor Ort versagt hat, dann wird sicherlich die Bank auch ihre disziplinarischen Maßnahmen getroffen haben gegenüber ihren eigenen Leuten, denn die Bank war ja auch Opfer. Und wir müssen bei solchen Diskussionen aufpassen, dass wir nicht aus den Opfern auch noch Täter machen. Das halte ich für besonders wichtig, auch in diesem Zusammenhang. Sie wenden den Kopf, warum? Ja, ich glaube, das Problem ist doch, damals ging es ja wenigstens noch um Immobilien. Irgendwann in den letzten 10 Jahren ist das Geld selbst zur Ware geworden. Es ging nicht mehr darum, dass man Geld nimmt, Kredite aufnimmt. Da kann auch etwas schief gehen. Da kann man sich auch verkalkulieren und Konkurs gehen. Aber es ging nicht mehr darum, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Industrien gebaut werden, sondern dass das Geld selber zur Ware geworden ist. Und dass da auch Konstrukte erfunden worden sind, die ein Normalmensch nicht versteht. Ja. Also ich weiß immer noch nicht, was ein Derivat ist. Ich kann das nicht, ich begreife das einfach nicht. Ja, ich kann nur jeden warnen, so ein Ding zu kaufen. Ja, ich meine, das hat ja die Wirtschaftskrise gezeigt. Und das ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig, dass man sich mit den wahren Ursachen auseinandersetzt. Ursächlich war die amerikanische Immobilienblase. Nicht damals hatten 30% der Amerikaner in ihrem eigenen Haus gewohnt. Und eine Reihe von amerikanischen Präsidenten, beginnend mit Carter über Clinton bis hin zu Bush Jr., wollte, dass diese Anzahl steigt. Und das hat dazu geführt, dass auch mit staatlicher Hilfe viele Leute Kredite bekommen haben, die sie eigentlich gar nicht zurückzahlen konnten. Und das hat zu dieser enormen Immobilienblase geführt. Und diese Papiere, die Sie jetzt erwähnt haben, und da gebe ich Ihnen durchaus recht, die haben über alle möglichen Verpackungen und Kanäle, und da war sicherlich auch Gier von einigen Banken im Spiel, die haben ihren Weg von Amerika interessanterweise verhältnismäßig viel nach Deutschland gefunden. Das haben wir eben ja schon mal auch ausgeführt. Und nicht nur nach Deutschland, sondern auch insgesamt zu staatlichen deutschen Banken. Ich möchte darüber jetzt in Betrachtung des Falles Schneider, weil da steht ja noch aus, was haben wir eigentlich damals daraus gelernt? Was haben die Banken daraus gelernt? Abschließend, wovon leben Sie eigentlich heute, Herr Schneider? Ich lebe von Bauberatungen und aus dem Erbe meiner Eltern. Mhm. Bauberatung, wer vertraut Ihnen noch? Oh. Ich bin ein alter Baufuchs, das ist bekannt. Ich bin Baupolier, ich bin Bauleiter, ich habe Architekt, ich kenne wirklich alle Sparten des Bauwesens. Und da bin ich sehr gefragt. Neulich konnte man lesen, ich will das nur noch mal festhalten, dass es wieder ein Ermittlungsverfahren gibt, weil jemand behauptet, sie hätten versucht, ihn über den Tisch zu ziehen. Da ging es wieder um ein solches Kreditmodell. Sie sagen dazu nichts, die Ermittlungen laufen. Wir haben die Staatsanwaltschaft gefragt. Ja, sie ermitteln, aber ohne Ergebnis. Es ist völlig offen, ob da was dran ist. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Herr Kasnitzer, ich hatte Sie unterbrochen. Sie sagen, was eigentlich interessant ist, was lernen wir daraus? Was lernen Banken daraus? Das war ein Laborversuch, so habe ich das genannt, was damals Schneider gemacht hat. Es hätte das Bankensystem, glaube ich, nicht gestürzt, aber es hätte ordentlich gewackelt. Viel haben wir offenbar nicht daraus gelernt. Haben Sie Mut, dass das jetzt anders ist? Ja, weil es wird ja darüber geredet. Also wenn wir uns nicht unbedingt jetzt immer in so Detailfragen oder in alte Kisten verwickeln oder merkwürdige alte Rechnungen aufmachen, dann könnte man vielleicht mal zum Wesen kommen. Wo liegt denn sozusagen jetzt, was mich interessieren würde, wie geht man mit Ratingagenturen um? Ja, wie weit haben die Einfluss gehabt auf das, was sie selber bewertet haben? Leute, die mehr oder weniger Papiere bewertet haben, die sie dann am nächsten Tag selbst, also am Tag davor selbst entworfen haben und am nächsten Tag eine AAA-Bewertung auf den Markt bringen und dann wird das toll verkauft. Dass sich im Finanzbereich oder im Finanzkapitalismus mehr entwickelt hat als in der Realwirtschaft. Ja, dass man nicht in realwirtschaftliche Vorgänge investiert, sondern viele in finanzwirtschaftliche, dass sich dieser Markt enorm. Da wäre für mich zum Beispiel auch die entscheidende Frage, ob man nicht auch Steuerlasten dorthin legen kann. Also die viel gerühmte Frage nach der Transaktionssteuer.
nach der Finanzkapitalsteuer? Das sind für mich entscheidende Fragen, auch im Verhältnis zu dem, dass wir ja mit Staatsdefiziten in irgendeiner Form zu kämpfen haben in den nächsten Jahrzehnten und wahrscheinlich auch in allen Bereichen Kürzungen haben. Und da würde mich interessieren, wo man auch Einnahmequellen, und da würde ich gerne die das mit zu verantworten haben, durch zum Teil Fehlentwicklungen auf diesem sogenannten freien Markt, wobei ich mich immer frage, was ist denn eine systemrelevante Bank in einem sogenannten freien Markt? Ja, das ist ja ein Widerspruch in sich für mich, ja? Weil wenn etwas systemrelevant ist, dann ist es ja kein freier Markt mehr, sondern dann ist es schon monopolisiert. Ja? Und damit ist das schon kein freier Markt mehr. Also wovon reden wir da eigentlich? Und das würde ich gern wissen. Was macht man mit den Ratingagenturen wirklich? Wie nimmt man die an die Leine, sodass man die auch wirklich unter staatlicher Obhut hat? Und wie stellen sich die Banken ihrer Verantwortlichkeit für das, was sie verursacht haben? Ich finde diesen Beitrag absolut richtig, denn das, was hier passiert ist, ist passiert, weil die richtigen Regeln nicht da waren. Und man muss eins klar und deutlich sagen, die Marktwirtschaft braucht Regeln. Nicht? Sie hat natürlich Kartellbehörden, die aufpassen, dass es keine Monopole gibt. Und das ist so wie bei einem Fußballspiel. Nicht? Man braucht Regeln, man braucht einen Schiedsrichter und man braucht Sanktionen. Wenn möglich, vielleicht sogar einen Elfmeter und eine rote Karte. Da unser Thema und das heute... Das hat in diesem Bereich gefehlt und da muss nachgearbeitet werden. Und das mit den Ratingagenturen stimmt völlig. Ein Beschluss der G20-Länder, übrigens auch der Bundesregierung. Darf ich mal kurz unterstellen, diese Sendung ist jetzt nicht die Sendung zur Bewältigung der Weltwirtschaftskrise. Wir versuchen immer, das Große ins Kleine zurückzuführen. Es ist aber wichtig, dass wir begreifen, dass die Weltwirtschaftskrise keine Folge der Gier ist. Denn die Gier gab es längst vorher, die gab es schon vor 2000 Jahren. Herr Henkel, ich kann es nicht mehr hören. Es ist eine Folge von nicht existierenden Regeln und auch von Regelverstößen. Und diese Regeln wurden ja mal ausgehebelt. Es gibt eine ganze Menge Regeln. Die gab es gar nicht. Die Regeln, die den Menschen nützen, die Arbeit haben, wurden in den 90er Jahren von Leuten wie Ihnen heftig applaudiert, dabei maßgeblich zerschmettert, zerrüttert. Das heißt, die Arbeitsbeziehungen, die Verträge, die Situation in den Betrieben haben das dazu geführt. Alles mit der, Finanzkrise. Da fragen Sie mal die Leute, die davon betroffen sind. Wir können natürlich weiter hier oben in den Wolken schweben und über Detailprobleme reden. Aber das Problem, was die meisten Leute haben, die höchstens mal nebenbei in so einem Filmchen vorkommen und über die man sich ein bisschen lustig macht, weil sie billig im Schlussverkauf sonst wo einkaufen müssen. Ich würde mich da nicht so verächtlich machen. Darf ich es mal Manche versuchen? Leute haben es nötig. Frau Dittfurth, Herr Henkel, ich würde gerne nochmal versuchen. Sie sind im System, ich würde gerne auf uns nochmal zurückkommen. Den Satz möchte ich gerne zu Ende reden und dann können Sie meinetwegen wieder weiter auf der Wolke schweben. Es gibt ganz viele Regeln und die Regeln machen die Macht haben. Und die Regeln, die Arbeit betreffen, haben die so gemacht, dass immer mehr Leute entlassen wurden, dass immer mehr tarifverträgliche Beziehungen zerschmettert wurden und dass so viele hunderttausend Leute in Leiharbeitsverhältnissen sich befanden, dass sie von einem Tag auf den anderen im letzten Jahr und seither rausgekickt werden konnten, ohne dass irgendjemand deswegen einen Aufstand gemacht hat, was ich auch den Gewerkschaften zum Beispiel vorwerfe. Das heißt, es ist nicht das Problem, dass es Regeln gibt, sondern wer macht sie? Und da biete ich an zu diskutieren, aber es wird Sie nicht interessieren, darüber zu reden, ob dieser Staat überhaupt in dieser Form des Wirtschaftens genug Macht hat, um überhaupt Regeln, die jetzt angeblich hier eingeklagt werden, zu setzen, mit denen man eine Wiederholung, die schon auf uns zukommt. Darf ich mal aus der Wolke grüßen, Frau Dittfurth? Danke, Sie holen Luft. Hallo, Herr Plasker. Hallo, schön, dass wir uns dort treffen. Ich möchte nicht immer nach dem Staat rufen. Ich möchte nicht immer sofort nach System rufen, sondern ich möchte bei uns Menschen mal anfangen, weil immer Menschen auch ein Staat sind, weil es immer auch Menschen sind, die nach Regeln entweder suchen oder die sie brechen wollen. Und da sitzt Professor Sutter. Und das ist sozusagen jemand, der ganz klein anfängt und sich überlegt, wie funktionieren wir Menschen eigentlich, wenn es um Geld geht? Und vielleicht haben Sie die Fantasie und die Güte, Frau Dittfurth, diesen Weg auch mal mitzugehen, bevor wir jetzt das große Ganze wieder angucken. Und ich möchte Ihnen gerne mal ein solches Geldexperiment zeigen. Vielleicht lernen Sie auch was über sich und wir lernen was über uns. Vorher die Frage an Sie. Sie sind Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung und wenn Sie forschen, Experimente machen, dann immer mit richtigem Geld. Sie hauen also die richtigen Euros raus, auch in Österreich. Warum muss man das mit richtigem Geld machen? Ja, wir machen an der Universität Innsbruck deswegen Experimente und in allen Forschungszentren, die experimentelle Forschung machen, weil wenn Sie nicht um Geld spielen, ist es leicht, sozial erwünschte Dinge zu sagen. Ja, stellen Sie sich vor, wir hatten so die Gelegenheit schon mal, wir können 100 Euro zwischen uns beiden aufteilen und sie gehören Ihnen, Sie können sie aufteilen.
Was würden Sie tun, wenn es fiktiv ist? Sie sagen auf jeden Fall 50-50. Jetzt weiß ich von Ihnen aus einer früheren Sendung, Sie sind tatsächlich ein netter Kerl und geben 50 an mich ab, wenn Sie 100 verteilen können. Aber solange das war im Fernsehen auch. Ja, ja. Nein, aber solange wir fiktiv bleiben, über fiktive Beträge sprechen, was würden Sie tun, wenn, dann ist es leicht, mal schöne Dinge vom blauen Himmel herunter also zu erzählen. Also Sie arbeiten mit richtigem Geld und nun schauen wir uns mal eins Ihrer Experimente an. Wir haben das filmen können, weil Ihre Studenten es gewohnt sind, bei solchen Experimenten beobachtet zu werden. Das ist also für Sie keine besondere Situation. Lassen Sie sich mal auf dieses Experiment ein, überlegen Sie, wie hätten Sie gehandelt und wir alle, auch Sie, Frau Dietwort, wir lernen was über uns. Seien Sie nicht so streng. Matthias Sutter in seinem Element. Er erklärt uns eines seiner Experimente, das mit zwei Teams durchgeführt wird. Team A bekommt 60 Euro ausbezahlt. Ohne Wenn und Aber, ohne Einschränkung. Auch das Team B könnte 60 Euro bekommen. Könnte. Denn das ist Regel 1 des Experiments und das Fiese an der Sache. Team A hat das Recht, einen Anteil des Geldes von Team B für sich zu fordern, egal wie viel. 100%, 50% oder auch 0%. Sutter erklärt ein Beispiel. Team A will 50% vom fremden Geld für sich behalten, so dass Team B nur die Hälfte, also 30 Euro, bekäme. Das würde bedeuten, Team A bekommt dann 90 Euro in Summe, wenn das Team B diesen Vorschlag akzeptiert. Denn es gibt die Regel 2. Team B kann sich wehren. Es kann aber auch sein, dass die Gruppe B diese Aufteilung vollkommen unfair findet. In diesem Fall verzichtet Team B auf seinen Anteil, gibt damit aber auch nichts an Team A ab. Das würde bedeuten, dass dann das Team B mit nichts nach Hause geht und das Team A mit insgesamt 60 Euro. Team A muss nun eine strategisch kluge Entscheidung treffen. Wie gierig darf es sein? Wie viel vom fremden Geld kann es fordern, sodass Team B die Kröte halbwegs schluckt? Aber wäre es nicht eigentlich fair, wenn auch Team B volle 60 Euro bekommt? Der Gedanke kommt nur ganz kurz auf. Ich meine, wir könnten auch sagen 0% und dann kriegen die 100%, aber das wäre dann irgendwie so ein Mutter-Theresa-Leib. Ja, das wäre nicht gut. Wir behandeln ja in unserem... Ja, eigentlich schon. Ist es Egoismus? Ist es Gier? Auf jeden Fall will Team A die Hälfte vom Geld behalten, will Team B also 30 Euro wegnehmen. Wie reagiert Team B? Sutter erklärt sehr deutlich, dass Team A auf jeden Fall 60 Euro bekommt und außerdem noch plant, Team B Geld wegzunehmen. Doch erstaunlich, Team B akzeptiert die Forderung. Dass es unfair behandelt wird, kommt ihm nicht in den Sinn. Nein, das ist fair. Null Protest bei Team B. Es geht lieber mit weniger als mit gar nichts nach Hause. Gier auch hier? Jeder im Team B bekommt 10 Euro, 30 fürs gesamte Team. Team A nimmt 90 Euro mit nach Hause, also 30 für jeden. Dreimal hat Matthias Sutter das Experiment für uns durchlaufen lassen an diesem Tag. Die A-Teams forderten 25, 50 und 60% des fremden Geldes. Nicht ein einziges Mal haben die B-Teams gegen diese Forderungen protestiert. Wie kommt das, dass diese B-Teams dreimal das abnicken? Siegt da die eigene Gier, auch wenn es kleine Beträge sind, über das Gerechtigkeitsgefühl? Die Diskussion der Teams war so, dass sie gesagt haben, ja, nehmen wir doch lieber die 4, 8 oder 12 Euro nach Hause, bevor wir gar nichts mehr dann am Schluss haben. Aber wir haben viele Experimente auch schon gehabt, wenn diese A-Teams zu gierig wären, dass die B-Teams voll zuschlagen und einfach den Kuchen hinmachen. Ja? Das ist der Grund, als erstens einmal zeigt das Experiment sehr schön, man muss gut kalkulieren, wie weit man in seiner Gier gehen kann, dem anderen wegzunehmen. Mhm. Das Experiment zeigt auch sehr schön, dass es eine sehr ich-zentrierte Interpretation gibt, das fair ist, wie weit man mit seiner Gier gehen kann. Ja? Die A-Teams, die kommen häufig gar nicht auf die Idee, nur einmal ganz kurz, dass man einfach gar nichts nehmen könnte und dann gehen alle mit gleich viel Geld nach Hause, sondern die finden das okay, wir können jetzt den anderen was nehmen, dann machen wir es einfach. Und das ist jetzt eben nicht der deutsche Bankchef, sondern das ist eben ein kleiner Student, der irgendwie bei uns gut studiert und halt irgendwie Geld mit nach Hause nehmen möchte. Auch das zeigt dieses Experiment sehr deutlich, es ist etwas, was wir alle haben. Diese B-Teams, nochmal, das war jetzt vielleicht ein Zufall, dass da niemand was gemacht hat, dass niemand das Geld, den Kuchen zerstört hat und gesagt hat, ich lass mich nicht ausbeuten, ich lass mich nicht über den Tisch ziehen.
Aber es gibt so eine Grenze, da fangen die dann plötzlich an zu sagen, nein, also wisst ihr was, verzichtet, lasst das Geld irgendwo bleiben, das verbrennen wir jetzt einfach nur, um denen zu zeigen, so geht es nicht. Und das führt uns ganz kurz, darf ich sagen, zu einem Eingangsstatement von der Frau Dietfurt zurück, zur Frage, geht es wirklich nur mit Ausbeutung? Wenn es wirklich nur mit Ausbeutung ginge, dann würden Mitarbeiter einfach auch nicht mitmachen. Ja? Ich meine, wenn ich praktisch meine Mitarbeiter unter dem Lehrstuhl Wien ganz schlecht behandeln würde und ausbeuten im Sinne von ihrer Arbeitskraft nur mir unterordnen würde, dann sind die auch nicht motiviert. Also es geht um Geben und Nehmen. Es geht darum, dass man sich wechselseitig ordentlich miteinander... Es gibt auch geschicktere Führungstechniken dabei. Ja, die Leute so motiviert, dass sie dann ordentlich arbeiten. So platt läuft das ja nicht mit der Ausbeutung. Das muss man sich ja nicht einbilden. Ja. Nein, aber ich bin nicht dieser Schweizer Schnösel, der nicht wüsste, wie es geht. Ja, je höher die Geldsummen sind, Sie haben da ja, und Sie wollen ja in Unitalia ein bisschen schon mit kleinen Summen gearbeitet, wird das dramatischer, wenn es richtig um Geld geht? Nein, die bisher vorliegenden Studien zeigen eindeutig, auch wenn es um Wochengehälter, so durchschnittliche Wochenlöhne von studentischen Hilfskraftjobs geht, sind die Verhaltensweisen nicht davon unterscheidbar. Es gibt eine ganz neue Studie aus San Diego, die zeigt, dass wenn wir um Jahresgehälter sprechen, dann wird es anders. Dann werden die Leute gieriger. Ich habe in der Begrüßung gesagt, Herr Sutter, oder gefragt, muss es erst eine Naturkatastrophe geben? Wir erleben ja gerade eine Welle der Hilfsbereitschaft, bevor Menschen wieder teilen lernen. Was ändert sich, wenn ich eben keinen Verhandlungspartner vor mir habe, sondern ein Opfer? Was ändert sich da? Warum können wir dann plötzlich großzügig sein, was in so einer Situation offenbar gar nicht möglich ist? Also das wissen wir aus diesen ganzen Kampagnen für Spendenbereitschaft. Und Sie brauchen ein Gesicht. Ja, Sie brauchen ein identifizierbares Schicksal und dann geht's. Und dann geht's. Danke bis hierhin. Ich würde jetzt gerne mal unsere Zuschauer fragen. Brigitte Büscher hat Meinungen gesammelt. Und ich glaube, es gab viele Denkanstöße in der Sendung, wenn man über andere geredet hat, dass wenn man bei sich war und sich selbst gefragt hat, bin ich nicht auch so ein Gieriger? Da fällt mir ein, ich würde das gerne noch mal zeigen. Wir haben immer, und Sie haben das zu Recht beklagt, über Bankmanager, ich komme gleich rüber, Brigitte, wir haben über Bankmanager gesprochen, über gierige Manager. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt gezeigt. Wir sollten das noch mal demonstrieren, was es bedeutet, wenn man ganz normalen Menschen, Normalverdiener, die Möglichkeit gibt, ihre Gier auszuleben. Möglich war das bei der Stürmung eines Mediamarktes. Schauen wir uns diese Facette nochmal an und dann wissen wir, zu was wir, wenn wir von der Kette gelassen werden, in der Lage sind. Wir reden ja immer über die anderen, aber fragen Sie sich mal selbst, ob Sie nicht auch dabei gewesen wären. Alter, was ist mit dir nicht richtig? Prügelnde Kunden, zerbrochene Scheiben und Angestellte, die nur noch fassungslos zusehen können, wie ihr neuer Laden von der völlig außer Kontrolle geratenen Kundschaft zerlegt wird. 5000 Menschen hatten Mitte September 2007, kurz vor Mitternacht, den damals weltgrößten Mediamarkt am Berliner Alexanderplatz gestürmt, als gäbe es kein Morgen mehr. Notebooks und Spielekonsolen zum Schnäppchenpreis. Die Menschen wie im Rausch holten raus, was ging. Die Polizei rückte mit 100 Beamten an, bekam die Situation nur schwer unter Kontrolle. Nach nur gut 1,5 Stunden machte der neue Laden schon wieder dicht. Bilanz: rund 10.000 Euro Schaden, 15 Verletzte. Herr Wedel, haben Sie eine Erklärung dafür? Geht es da wirklich darum, um zu sparen oder ist es das Ergattern des Schnäppchens das eigentliche Erfolgserlebnis? Naja, also eigentlich ist es die gleiche Haltung, wenn ich einen 100-Meter laufe. Ich will der Erste sein und ich will hier das Beste abräumen. Und es ist sicherlich so eine, es ist Gier, es möglichst billig zu bekommen. Und dann auch, das heißt ja auch, ich bin der Klügste. Ich glaube ja, dass es auch eine Gier ist, ich gehöre zu einem auserwählten Kreis. Ich bin sozusagen bei so einem Hochstapler, ich gehöre zu denen, die dem Magier am nächsten sind. Und ich weiß, wie es läuft und ich habe das Beste ergattert und geschnappt. Was heute überhaupt noch nicht angesprochen worden ist, was ich immer beobachtet habe, was man auch, aber auch beobachten kann. Es fehlt bei den Tätern immer jedes Unrechtsbewusstsein. Es sind immer die anderen schuld. Es kommt im zweiten Teil unseres Films ein Satz, ich bin Opfer des unbegrenzten Vertrauens, das mir jedermann entgegenbringt. Nicht ein Satz von mir, den habe ich von einem Hochstapler gehört. Man merkt es ja auch, wie die Clarine Loy reagiert, ich bin schuld, der Vermögensverwalter. Es sind immer die anderen. Sie selber sind völlig schuldlos und folglich wird sich auch nichts ändern. Denn es kann sich ja nur was ändern, wenn Sie sagen, jawohl, wir haben Mist gebaut.
Aber das ist kein, nein, die anderen waren so blöd, die anderen haben es mir auch. Wie haben Sie eigentlich eben Herrn Schneider zugehört? Gehört er auch zu denen, die Sie gerade beschrieben haben, die sagen, die anderen sind schuld? Oder haben Sie den Eindruck, dass er sagt, ich war schuld? Wir können ihn ja auch gleich nochmal fragen, aber welchen Eindruck haben Sie von dem Gespräch? Die anderen. Die anderen? Sie, Henkel sagt die anderen? Was glauben Sie? Nein, ich habe schon den Eindruck, dass er natürlich, das ist ja auch eine menschliche Haltung, dass er schon die Schuld auch auf andere delegiert. Immerhin steht da noch was. Und er hat gesagt, ich bedauere, dass auch Menschen pleite gegangen sind, hat sich aber sofort damit entschuldigt, dass es ein normaler Wirtschaftsvorgang ist, weil er halt in die Insolvenz gegangen ist oder in den Konkurs. Und ich finde das schon, natürlich ist das rücksichtslos und natürlich werden Menschen und Existenzen da vernichtet und man walzt über andere weg. Aber es ist vielleicht auch so ein Schutzmechanismus. Wir sind nicht schuld, es sind die anderen. Wir sind die Opfer. Aber kann man das? Jetzt haben wir gerade über Sie geredet. Herr Schneider, wie würden Sie sich da einordnen? Ich brauche mich da nicht...